Was geht, Leute? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Viele haben sich's gewünscht. Endlich mal wieder ein neues Video. Deswegen dachte ich mir so, komm, Leon, haust du mal ein neues Video raus. Mittlerweile kann ich's nicht mehr sehen. Jeder hat dieselbe Frisur. Jeder macht dazu ein Video. Oder versucht eben die Frisur zu schneiden. Deswegen habe ich mir mal gedacht, yo, ich zeige euch mal eine neue Frisur. Eine Alternative als Anfänger ist es, glaube ich, ganz gut, die erstmal auszuprobieren, die Frisur. Ist ein bisschen einfacher. Man kann nicht ganz so viel verkacken wie bei einem klassischen Skin Fade. Und zwar heißt der Schnitt, oder der Schnitt besteht eigentlich darin, dass man eigentlich nur die Seiten vorne so ein bisschen wegmacht und hinten auch. Das zeige ich hier ganz gut. Ihr habt es gesehen, den Anfang habe ich mit einem normalen Rasierer gemacht. Dann habe ich es mit dem Trockenrasierer schön auf Null gemacht. Jetzt gehe ich hier mit 3 mm drüber. Ihr seht es eigentlich immer ganz gut im Video. Der Hebel ist nach oben. Bedeutet, ich schneide hier erstmal so circa einen Zentimeter weiter nach oben. Ihr seht, jetzt habe ich keinen Aufsatz und verblende dann die Linie, indem ich eben den Hebel nach unten gemacht habe, dass er etwas länger schneidet. Wir haben gemerkt, die Streams kommen einigermaßen gut an. Wir haben jetzt auch einen Twitch-Kanal, Leute. Deswegen schaut auf jeden Fall auch beim Twitch-Kanal vorbei, weil viele auf YouTube gar nicht mehr so draufklicken, da sie sich so denken, ja, ist ja eh nur ein Zocker-Video, interessiert mich nicht. Deswegen haben wir jetzt endlich einen Twitch-Kanal. Wir versuchen da ein paar Leute rüber zu bekommen, dass wir dann letztendlich nur noch irgendwann auf Twitch streamen und hier dann eben solche Videos kommen. Mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber ihr seht hier, ich spiele jetzt hier ein bisschen mit dem Controller rum. Also falls ich hier ein bisschen zu viel rede und zu wenig euch dazu erkläre, tut es mir leid. Ich glaube, ich gehe mal wieder mehr aufs Video ein. Also jetzt habe ich den 3 mm Aufsatz wieder, den Hebel diesmal nach unten und gehe wieder eine Linie weiter nach oben. Ihr seht, dann sieht es schon Stück für Stück immer besser aus. Man sieht so einen leichten Übergang schon. Die Frisur an sich ist eigentlich einfach, man muss sie halt ein paar Mal schneiden. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch zum dritten Mal erst geschnitten. Und ist schon echt gut geworden, aber umso häufiger man das schneidet, umso besser wird die Frisur auch. Ihr seht, es wird jetzt mit dem 4,5 mm Aufsatz Hebel nach oben. Falls ihr so einen Hebel nicht habt, viele schreiben immer noch unter den Videos, brauche ich so einen Hebel oder nicht? Nee, Mann, den braucht ihr nicht. Ihr könnt euch auch so eine Maschine bestellen, die so ein Drehrad hat mit Aufsätzen dazu. Dann dreht ihr das einfach so ein bisschen hin und her. Das passt auch. Also der Hebel ist nicht unbedingt Pflicht. Ich sage nur, mit dem Hebel ist es halt deutlich einfacher, sich an dem Video zu orientieren und damit dann zu schneiden. Vielleicht gelingt es dann besser dem einen oder anderen, wenn er halt sich am Video entlang hangeln kann. Jetzt habe ich hier den 6 mm Aufsatz, Hebel nach vorne und verblende da diese Linie, die da noch war. Ihr seht, es sieht jetzt schon echt gut aus. Später schneide ich dann auch noch den Bart. Also wenn ihr nach dem Haarschnitt noch Interesse habt, wie ihr die Kontur schön reinschneiden könnt, könnt ihr auch direkt schon vorspulen, wenn ihr Bock darauf habt, oder ihr schaut euch das ganze Video an. Da sieht man nämlich auch ganz geil den Unterschied später, wenn ihr euch jetzt im Bart anschaut, da gar keine Kontur und später eine schöne Kontur mit einem leichten Übergang noch, sieht geil aus. Ihr seht, 6 mm schön jetzt überall wegmachen. Ihr müsst auch mal ein bisschen aus jeder Richtung versuchen, die Haare wegzubekommen, weil wenn die Haare so kurz sind wie jetzt bei dem Kollegen, beim Noel, bei meinem Bruder, dann ist es schon ein bisschen schwerer mit 6 mm da überhaupt noch irgendwelche Haare wegzubekommen, aber es ist halt notwendig, weil sonst da so eine Kante entsteht. Ansonsten könnt ihr da auch einfach mit der Schere drüber gehen, das mache ich später auch noch. Jetzt habe ich wieder den 3 mm Aufsatz und verblende dann wieder die Kante, weil ich da gesehen habe, okay, da ist noch ein bisschen eine Kante. Das sieht man vielleicht nicht ganz auf dem Video, aber mir in Real Life ist es aufgefallen, deswegen gehe ich einfach drüber. Genauso wie hier jetzt, nochmal ohne Aufsatz, den Hebel wieder nach ganz unten und mache da auch nochmal die Kante weg. Aber wie gesagt, im Video sieht man es da nicht so krass, aber in echt wird euch das auffallen, wenn ihr es selber versucht zu schneiden. Jetzt habe ich euch gerade gezeigt, werde ich da so die Kontur so ein bisschen machen, dass einfach noch ein bisschen mehr Frisur da reinkommt, weil sonst nach 2 Tagen wäre es so, als ob man nichts gemacht hätte. Und mit so einer Kontur sieht es einfach noch ein bisschen fresh aus. Dann nochmal mit dem 4,5 mm Aufsatz. Diesmal habe ich den Hebel nach unten und mache dann quasi noch diese Linie da weg und bereite schon mal alles weiter vor, dass es flüssig aussieht. Weil ich gehe jetzt gleich zum Hinterkopf. Ihr werdet sehen, wir drehen gleich den Kandidaten da und dann machen wir den Hinterkopf. Das ist ein bisschen spannender. Die Seiten jetzt nochmal schön mit der Schere, ihr kennt es mittlerweile. Schön mit dieser Effilierschere drüber, dann sieht das Ganze einfach noch ein bisschen heftiger aus. Irgendwas hängt an meinem T-Shirt, läuft auf jeden Fall. Naja, ihr seht es schön. Ich muss die ganze Zeit auf diesen Ding gucken, auf diesen Faden, der daraus hängt. Ihr wahrscheinlich auch, aber spielt keine Rolle. ja. Hier habt ihr gesehen, schön mit der Schere drüber. Jetzt schaut euch diesen Hinterkopf an. Ihr kennt es wahrscheinlich, bei jedem wächst der Nacken so hässlich raus. Das ist immer das Schlimmste bei der Frisur. Die Seiten können ruhig auf 3 mm sein, aber wenn das da hinten immer so scheiße aussieht, das sieht einfach richtig scheiße aus. Deswegen die Frisur, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der sagt, okay, ich möchte vielleicht nicht Seiten komplett auf Null haben. Ich mache das vielleicht lieber so wie hier in dem Video. Das ist echt eine gute Alternative, weil der Nacken sieht trotzdem geil aus, er wächst nicht so schnell raus.
und sieht einfach gepflegter aus, wie wenn ihr da hinten so Löckchen habt, die einfach scheiße aussehen. Jetzt gehe ich da mit dem klassischen Trockenrasierer wieder drüber. Oder wie man es nennen möchte, Trimmer, keine Ahnung, jeder sagt was anderes. Der macht auf jeden Fall komplett auf Null. Also im Verhältnis, man kann es auch mit dem Messer machen, aber mit dem Messer wird es trotzdem nicht ganz so kurz wie mit diesem Teil da. Also wenn ihr wirklich die Seiten komplett auf Null habt, holt euch so ein Teil. Weil da könnt ihr auch gegen den Strich rasieren. Jetzt habe ich wieder meinen normalen Wald Magic Clipper Cordless, den Hebel jetzt nach unten und ich ziehe dann quasi so die nächste Linie. Ihr seht es ja selber, wie weit ich da hoch gehe. Circa plus minus 1,5 cm circa, würde ich sagen. Da schön drüber überall und es sieht gleich schon anders aus. Später, also ich zeige euch auch nur die rechte Seite und den Hinterkopf, die linke Seite ist eigentlich selber, deswegen werde ich darauf nicht nochmal eingehen, einfach um das Video etwas kürzer zu halten. Ich hoffe auch alles mit der Aufnahme funktioniert, weil ich mache es gerade über so eine andere Datei, wie ich sonst was mache, oder über ein anderes Programm. Aber sollte kein Problem sein. Ihr seht hier, ich habe den Hebel jetzt auf Halfway gemacht. Ich verstelle auch immer so ein bisschen langsam mit meinem Daumen den Hebel. Manchmal merkt man es einfach gar nicht. Ja, jetzt hier 3 mm Hebel nach oben, wieder die nächste Linie. Das Prinzip ist immer dasselbe. Also falls jemand wieder irgendwie in die Kommentare schreibt, jo, wie, was, wo, überlegt einfach. Es muss einfach immer von Mal zu Mal länger werden. Der Rest ist eigentlich logisch. Und das werdet ihr dann selber das Prinzip dahinter verstehen. Wenn ihr das Prinzip dahinter verstanden habt, dann ist es einfach logisch. Dann müsst ihr ja gar nicht mehr so viel kommentieren. Wie geht das, wie geht dies. Jetzt 1,5 mm Aufsatz. Viele haben auch gefragt, jo, was mache ich, wenn ich keine 1,5 mm Aufsatz habe? Ihr könnt auch einfach diesen Aufsatz weglassen und eben mit Hebel nach unten schneiden. Ist ungefähr derselbe Effekt, bloß ich finde, mit dem geht es noch einen Ticken besser. Ihr habt gesehen, da habe ich diesmal so eine Zeitlupe gemacht, wie ich den Hebel so automatisch schon so nach unten mache. Das kommt auch nach einer Zeit. Jetzt habe ich hier 3 mm Hebel wieder nach unten. Und ihr seht, Stück für Stück kommt da ein schöner Übergang. Ihr seht auch, wie ich immer weg vom Kopf gehe. Also ich gehe quasi rein ins Haar und ziehe den Rasierer dann zu mir weg. Ihr kennt es, nennt sich glaube ich auch C-Motion, also so eine C-Bewegung. Ja, ihr seht, sieht einfach geil aus. Als nächstes seht ihr hier mit dem 3,5 mm Aufsatz. Diesmal habe ich ihn auf Halfway eingestellt oder halt in die Mitte und verblende dann die Linie, die ihr da noch seht, so ein bisschen. Es kann auch sein, manchmal schimmert es so durch, als ob da eine Linie noch wäre, aber keine Sorge. Kommt einfach nur immer darauf an, wie das Licht einfällt und aus welchem Winkel man schaut, das ist ganz normal, dass das manchmal so aussieht, als ob da noch eine Kante wäre. Jetzt habe ich den 4,5 mm Aufsatz. Wenn ihr den nicht habt, ist ein bisschen blöd. Also ich würde schon sagen, ihr braucht den 4,5 mm Aufsatz. Oder ihr macht das Ganze mit dem 3 mm Aufsatz Hebel nach unten, aber da fehlt euch irgendwie so ein bisschen so ein Zwischenschritt zwischen 3 mm und 6 mm. Deswegen 4,5 mm würde ich sagen, ist schon so ein Muss. Also 1,5 kann man noch drüber streiten, aber 4,5 finde ich persönlich, muss man auf jeden Fall sich besorgen. Ihr seht es schön. Jetzt habe ich den Hebel nach unten und verblende quasi nach oben hin weg. Was eigentlich noch besser ist bei der Frisur, wäre es, wenn, also es wäre einfach besser, wenn die Haare oben noch ein Ticken länger wären, dann kommt der Effekt ein bisschen mehr rüber. Jetzt gehe ich mit 6 mm Hebel nach oben nochmal drüber, um das Ganze dann zu beenden, dass das Ganze richtig fresh aussieht. Ich habe in dem Video gar nicht gezeigt, dass ich da auch mit der Effilierschere drüber gehe, aber das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Naja, ihr könnt auf jeden Fall auch wie an den Seiten einfach nochmal mit der Schere drüber gehen, dann sieht das Ganze noch flüssiger aus. Prinzip kennt ihr mittlerweile. Wer auch jetzt noch nicht abonniert hat und sich gerade das Video anschaut und sich so denkt, boah, der kann es gut erklären oder der unterhält gut, abonniert auf jeden Fall, Leute. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Auch, dass ihr hier schön fleißig aktiv seid und Daumen nach oben nicht vergessen, ist auch immer wichtig. Und kommentieren ist auch immer gern gesehen. Einfach nur mit, jo, hast du gut gemacht oder jo, das gefällt mir nicht ganz so gut. Wäre ganz geil. Jetzt seht ihr hier, ich mache noch die Kontur mit dem Messer. Das ist auch immer ganz wichtig bei der Frisur, weil das sieht einfach scheiße aus, wenn ihr alles perfekt habt und dann fehlt halt die Kontur bei der Frisur. Deswegen, ihr seht schön mit dem Messer, vorsichtig. Ihr könnt es auch davor ein bisschen nass machen oder ihr habt so Rasiergel, also so durchsichtiges Zeugs. Dann schmiert ihr das erst drauf und dann geht es auch ganz gut. Ich habe es jetzt hier einfach auf trocken gemacht. Eigentlich hätte ich es nass machen sollen, aber ganz ehrlich, es geht auch so, bloß es geht halt einfacher, wenn ihr eben so Gel nimmt oder es ein bisschen nass macht. Und es ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer für den Typ, den ihr da die Haare schneidet. So, jetzt seht ihr, okay, ich gehe nochmal die Kontur am Vorderkopf entlang. Einfach nur, damit halt alle Haare weg sind. Dann gleich schon mal so ein bisschen den Bogen für den Bart rein, um die Ohren noch ein bisschen sauber rasieren. Ja, war jetzt eigentlich gar nicht mal so notwendig, weil die Haare da eh schon relativ kurz waren, aber es sieht einfach besser aus. So, die Seiten haben wir, Hinterkopf haben wir. Jetzt gehen wir zum Bart. Bart, fragen auch immer viele, jo, zeig mal, wie man den Bart macht.
immer unterschiedlich. Mein Bruder hat jetzt momentan, ja, der Bartwuchs ist relativ stabil, zumindest unten auf den Backen, oben geht so, aber unten kann man auf jeden Fall schon eine heftige Kontur reinmachen. Kompliziert ist nicht, also ist es eigentlich gar nicht, wenn es jemand euch macht. Wenn ihr das alleine machen müsst, ist es relativ schwer, weil mit dem Rasiermesser euch das selber zu machen, ist schon schwer. Man wird sich auf jeden Fall ein paar Mal schneiden am Anfang, aber wie gesagt, das ist alles nur Übung. Wenn ihr das ein paar Mal übt, kriegt ihr es auf jeden Fall hin. Ich meine, ich habe anfangs auch sicherlich mal ein paar Leute geschnitten mit dem Rasiermesser, aber das am Ende passiert es nur noch ganz selten. Jetzt mache ich hier die unteren Haare noch mit dem normalen Rasierer weg, weil es einfach angenehmer ist als mit dem Rasiermesser. Mache da noch mal schön die Kontur rein. Und ihr seht, ich habe schon den Trimmer in der Hand oder den Trockenrasierer und gehe da jetzt nochmal drüber, dass alles schön glatt ist, dass es auch ein paar Tage hält. Dann sieht das Ganze schon richtig geil aus. Später zeige ich euch noch kurz das Ergebnis, aber viel Neues kommt da nicht mehr. Mittlerweile kennt ihr alles. Die Kontur oben an den Backen vielleicht noch, aber ansonsten war es das auch. Deswegen, ihr könnt jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, jetzt schon mal abonnieren und dann verpasst ihr natürlich keine Videos. Wie sieht's aus? Habt ihr Bock, dass wir solche Videos häufiger machen? Und wie sieht's aus? Wollt ihr das dann irgendwie jede Woche ein Video oder alle 2 Wochen reichen euch? Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, seht, ich mache hier noch kurze Kontur. Da sind noch ein, zwei Haare. Und dann war's es auch. Haut da rein, Leute. Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.